In diesem Video zeige ich dir, wie groß die Spinnen in Deutschland tatsächlich werden können und verrate dir, was du über diese Spinnen wissen solltest. Auf YouTube findest du alle möglichen Größenvergleiche zwischen Planeten, Dinosaurier, Sterne und einige gibt es auch zwischen Spinnen. Aber es gibt noch keinen Größenvergleich zwischen den Spinnen, die direkt in deiner Umgebung leben könnten. Also dachte ich mir, ich mach mal ein Video, bei dem wir uns einen Größenvergleich zwischen deutschen Spinnen anschauen. Es gibt in Deutschland über 1000 verschiedene Spinnenarten. Daher werden wir in diesem Video nur eine engere Auswahl treffen. Also los geht's! Die Spinne Zodarion gehört zu den kleinsten Spinnen, die man in Deutschland finden kann. Das ist eine 2-Euro-Münze zum Vergleich. Dafür aber, dass die Spinne so klein ist, hat sie aber ordentlich etwas drauf. Spinnen aus der Gattung Zodarion sind in der Lage, Ameisen zu überwältigen, die um ein Vielfaches größer sind als sie selbst. Etwas größer als Zodarion ist diese Streifenkreuzspinne. Wenn du in einem Garten oder in einem Park unterwegs bist, schau mal genau ins Gebüsch. Vielleicht findest du eine solche Spinne. Wenn man genau schaut, erkennt man, dass sie auf ihren Hinterleib Smileys abgebildet hat. Nahe verwandt mit der Streifenkreuzspinne ist die Kürbisspinne, die ebenfalls durchaus häufig ist. Diese Spinnen sind immer noch relativ klein und unscheinbar und man muss schon genau schauen, um sie zu finden. Jetzt kommen mal ein paar größere Spinnen. Die Finsterspinne Amaurobius. Eine Art, die sehr häufig in der Nähe von Menschen vorkommt. Sie baut trichterförmige Netze, in denen sie auf Beute lauert. Eine Amaurobius kann schmerzhaft zubeißen, ist aber nicht gefährlich. Anders ist es hingegen bei der Dornfingerspinne. Sie ist die giftigste Spinne Deutschlands. Ihre Giftklauen sind so groß wie die Giftzähne einer Kreuzotter und ihr Biss verursacht Rötungen, Schwellungen und in manchen Fällen sogar Fieber- und Lähmungserscheinungen. Ein gesunder und erwachsener Mensch dürfte den Biss allerdings ohne Probleme einstecken. Ungefähr gleich groß, aber wesentlich kräftiger als eine Dornfingerspinne ist die Kräuseljagdspinne. Sie war ursprünglich in Südeuropa verbreitet. Durch den Klimawandel wandert sie allerdings immer weiter in den Norden und breitet sich aktuell auch in Deutschland aus. Die Gartenkreuzspinne gehört wohl zu den bekanntesten Spinnen Deutschlands. Sie ist ein bisschen dicker als die Kräuseljagdspinne, würde aber einen Kampf gegen sie verlieren, weil die Kräuseljagdspinne darauf spezialisiert ist, ihre Beute im Kampf oder aus dem Hinterhalt heraus zu überwältigen, während eine Kreuzspinne nur effektiv ist, wenn sie in ihrem Netz bleibt. Die gehörnte Kreuzspinne ist mit der Gartenkreuzspinne nahe verwandt, jedoch viel seltener anzutreffen. Dafür ist sie noch größer und kräftiger. Und hier haben wir die Wespenspinne. Die größte Radnetzspinne Deutschlands und vermutlich auch die auffälligste. Sie sieht sehr gefährlich aus, aber ihr Gift ist verhältnismäßig schwach und macht sich bei Menschen fast gar nicht bemerkbar. Diese Spinne wirkt respekteinflößend, nicht wahr? Doch im Vergleich zu den größten Spinnen Deutschlands macht sie aber immer noch einen eher durchschnittlichen Eindruck. Spinnen aus der Gattung Tegenaria, auch Winkelspinnen genannt, erreichen die doppelte Beinspannweite. Sie sind die größten Spinnen, die du von Natur aus in Deutschland finden kannst. Wenn dich die Größe der Winkelspinne schon beeindruckt hat, dann habe ich jetzt noch was für dich. Es gibt eine weitere Spinne, die in Deutschland immer wieder mal auftaucht. Heteropoda venatoria, die Warmhaus-Riesenkrabbenspinne, wird immer wieder mal in Deutschland eingeschleppt und kann an manchen Orten tatsächlich auch überleben. Sie ist die größte Spinne, die du in Deutschland finden kannst. Diese Spinnen sind wahnsinnig schnell und beweglich. Wenn du wissen willst, was passiert, wenn dich eine Heteropoda beißt, schau dir gerne das Video an, das ich dir hier im Abspann vorschlage. Danke fürs Zuschauen, tschüss.